willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich bin Beko und heute habe ich ein super, super, super cooles Video für euch. Denn heute gehe ich wieder in Richtung Backen. Ja, heute werde ich ein paar Rezepte ausprobieren von TikTok. Also ich bin darauf super gespannt. Ich habe darauf auch schon mal ein Video gemacht, wo ich TikTok Snack Hacks ausprobiere. Das sind so schnelle Snacks, die man machen kann mit wenig Zutaten. Und diesmal werde ich so aber etwas mehr ausprobieren, also Rezepte, nicht Snacks, die schnell gehen, sondern Rezepte. Und zwar, was ich machen werde, sind Oreo Churros. Das ist voll cool. Ich kenne die Churros, ich glaube, wir alle kennen die Churros, aber dann nochmal mit Oreo ist komisch. Und dann mache ich auch noch Kekse mit Nutella. Das wird super lecker. Und dann denke ich mal, ohne weiter hinzureden, werden wir mal starten. So, das erste, was ich machen werde, sind die Oreo Churros. Und jetzt werde ich euch mal sagen, was wir dafür brauchen. Zuerst brauchen wir dafür ein Ei. Wir brauchen 15 Oreo-Kekse. Wir brauchen 30 Gramm Butter. Wir brauchen ebenfalls 30 Gramm Zucker. Und wir brauchen 60 Gramm Mehl. Und wir brauchen auch noch 240 Milliliter Wasser. Und ja, hier habe ich die Zutaten und dann fangen wir mal an. Das erste, was wir machen werden, wir werden die 15 Oreo-Kekse nehmen und dann die schwarzen Kekse von der Cremefüllung trennen. Jetzt habe ich alle Kekse von der Füllung getrennt und was ich jetzt machen werde, ich werde die Kekse so zertrümmern in ganz kleinen Stücken machen mit dem hier, also nur das schwarze, das weiße, also die Creme nicht und dann machen wir das mal. Kekse so gemixt, dass es jetzt wie ein Puder aussieht. So soll es ungefähr aussehen. Und ja, das nächste, was wir machen werden, wir werden hinzufügen das Mehl und den Zucker auch. Und dann werden wir auch hier alles umrühren. Alles umgerührt. Jetzt sieht es so wie grau aus. So soll es dann aussehen. Und was ich jetzt machen werde, ich habe hier 240 Milliliter Wasser. Die werde ich hier hinzufügen und ebenfalls die Butter hinzufügen. Und ja, die Butter wird dann schmelzen. Und ja, das machen wir erstmal und dann gehen wir mal zum nächsten Schritt. Als ich da gemixt habe, sind ein paar kleine Oreo-Stückchen mit reingegangen, aber das ist egal, es sind ja Oreo-Churros.
So, sobald die Butter geschmolzen ist, werden wir dieses Pulver hier hinzufügen. Also ich hoffe mal, das ist so was. Ein bisschen flüssig aus, aber ich hoffe mal das Beste. Ich habe es falsch gemacht. Ich habe es versehentlich nicht gesehen. Das hier muss passieren, während es erhitzt wird. Und ich habe es verwechselt und ich habe das hier ausgemacht und habe es einfach so gemacht. Ich merke schon, man merkt einen Unterschied. Ja, das muss hier erhitzen natürlich. Ich muss das Video nochmal von vorne schauen. Und ja, jetzt klappt es ja, okay, jetzt läuft's. Ja, deswegen war es auch so flüssig. Das hier dann mit. Es sieht jetzt richtig aus, als würde es hier verbrennen, aber ich habe ein Video gesehen und es soll richtig Knete werden und hier tut es langsam Knete werden, aber es ist noch nicht 100% Knete, also ich lasse es noch. Und im Video hat es auch so gedampft, also ich denke mal, es ist richtig, ich hoffe es mal. Schau mal, es ist so knetlich. Aber noch ein bisschen und dann mache ich es weg. Ich möchte ja auch kein verbranntes Essen. Uff. Ah. Ja, das ist definitiv genug. Und jetzt werden wir es erstmal hier in die Schüssel reintun. Leute, es riecht richtig gut, so richtig nach Oreo. Ach, wie ein Kuchen, das könnte wirklich ein Kuchen sein, ein bisschen Backofen. Oh, das erinnert mich so zum Teil am Kirmes, so, weil da gibt es immer so Stände, so Wagen, wo man so viel Süßes kaufen kann. Und das riecht irgendwie danach, aber es ist voll gut, also es ist ein gutes Zeichen. So, der nächste Schritt ist das Ei hinzufügen, aber dafür muss die Knete nicht allzu heiß sein, weil wenn sie zu heiß ist, wird dann auch das Ei gekocht und das wäre ein kleines Problem und wir müssten wahrscheinlich von vorn anfangen. Und ich glaube, das wollen wir nicht. Aber schaut mal inzwischen, wie das hier aussieht, die Pfanne. Die ist voll schwarz, es geht nicht mehr ab, man muss so richtig abkratzen, aber meine Mutter wird mich umbringen. Schaut euch mal das hier an. Also, die ist tot. Und ja, währenddessen warten wir, bis das hier etwas abkühlt. So, die Knete ist jetzt auch etwas kühler geworden. Kühl genug, damit das Ei jetzt hinzugefügt wird. So sieht es jetzt ungefähr aus. Und dann werden wir mal erstmal das Ei hinzufügen und dann weiter kneten. So, ich habe jetzt das Ei reingemacht und gerührt, aber dann wurde es etwas zu flüssig und dann habe ich den Löffel gewechselt und etwas Mehl hinzugefügt, damit es auch wieder etwas härter wird, also halt nicht so flüssig. Und ja, dann hat es wieder eine gute Form bekommen und jetzt ist das Ei drin. Und jetzt brauchen wir einen Spritzbeutel und werden dann hier drücken, wenn hier auch die Knete drin ist und dann halt die Form vom Churro machen, die Länge, die wir wollen. Und ja, dann machen wir doch das mal. Okay, ich sag das hier jetzt voll und jetzt werden wir mal die Churros machen. Da kommt schon was drauf. Okay, wir versuchen jetzt mal. Toller Churro. Hilfe, ich kann es nicht so gut. Lauf ein bisschen daneben, aber also ich hab was. Also. Ah.
Naja, der ist besser geworden wie der letzte. Etwas länger. Also, meine ersten Churros sind nicht so schön geworden, aber danach mit der Übung wurde es besser und so sehen sie jetzt aus. Ich glaube, man merkt, wer der erste ist. Der erste ist der hier kleine. Aber okay, Übung macht den Meister. Und jetzt werde ich sie in den Ofen stecken für über 200 Grad bis 8 bis 10 Minuten. Und dann sollten sie fertig sein. Und was wir danach machen, wir werden dann die Creme schmelzen, weil stimmt, was machen wir mit der Creme? Wir werden sie schmelzen und dann werden wir sie so übergießen wie eine Soße an den Rändern und dann wird es richtig lecker. Und ja, dann machen wir das mal. So, ich habe schon die Churros im Ofen und jetzt tue ich hier gerade die weiße Creme schmelzen. Das Problem ist, in dem Video, das ich gesehen habe, wurde nichts gesagt, ob da noch was hinzugefügt wurde, Milch, damit es besser schmilzt, nix. Also werde ich erstmal nur so schmelzen. Wenn ich dann sehe, dass daraus kein gutes Ergebnis kommt, werde ich improvisieren und sogar Milch hinzufügen. Und ja, aber wir hoffen das Beste. Oh, schaut mal, hier kommt schon ein Gips. Ja, schaut mal, es tut hier schon schmelzen. Na, ich lass mal so. Ich glaube, das wird klappen. Wir hoffen mal das Beste. Das tut recht schmelzen. So, die Churros sind fertig. Ich habe ihnen hier ein bisschen Zucker hinzugefügt. Und hier ist die Creme. Die weiße Creme sieht etwas wenig aus. Aber ich werde es mal versuchen, irgendwie für Soße drauf zu machen. Und ja, dann werden wir es mal versuchen. Ich habe allen so etwas Soße hinzugefügt, so wie es passte. Manche haben mehr, manche weniger. Und jetzt kommt die Stunde der Wahrheit. Und ich werde einen probieren, mal sehen, ob die so gut sind, wie die auch so aussehen. Oh, mit der Soße ist lecker. Fühlt sich, ist eigentlich wie ein Oreo. Aber zertrümmert. Aber lecker mit der Soße. Die Soße schmeckt etwas anders, aber gut. Also diese Oreo-Churros sind eigentlich ganz lecker. Und auch wenn ich mehr Zucker reingetan habe, fühlt es sich so an, als hätte es weniger Zucker wie die Kekse allein. Und es ist richtig lecker auch noch mit dieser Creme. Und die sind eigentlich gar nicht so schwer zu machen. Also es ist machbar. Und ja, also wie findet ihr sie? Und ja, was die Nutella-Kekse betrifft, ich denke, es wird zu knapp. Also ich glaube, das Video wird ein bisschen zu lange, wenn ich jetzt noch die Nutella-Kekse mache. Aber wenn ihr wollt, dass ich noch die Nutella-Kekse mache in einem zweiten Teil, schreibt es mir gern unten in die Kommentare und liked dieses Video. Und mal sehen, vielleicht springt dann nächste Woche auch schon das Nutella-Kekse-Video heraus. Natürlich, man kann auch den Keks essen, den ganz normalen Keks von der Packung, ohne sich irgendeine Arbeit zu daran tun. Also man kann entscheiden, lohnt es sich jetzt extra die Arbeit zu machen und dann noch extra Churros zu machen. Oder ist es ganz simpel, ich esse einfach den Keks, der schon fertig da kommt. Also jedem seine Meinung. Aber mal zu probieren schadet nicht. Also ich glaube, man muss es einmal probieren und dann erst entscheiden, weil probieren muss man sie. Also sie sind gar nicht so schlecht, aber es ähnelt halt dem Keks. Und ja, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir hat es gefallen, mal so was Neues zu probieren. Also so Oreo-Churros, das ist mal was ganz Neues. Und ja, abonniert diesen Kanal, um keine weiteren Videos zu verpassen. Und außerdem ist es einfach und gratis. Und hier auf diesem Kanal macht es sehr viel Spaß. Und unterstützt dieses Video mit einem Like. Und dann sehen wir uns in einem weiteren Video. Tschüss!